Morgen. Das Opfer ist Philipp Bauer, 32 Jahre alt. Okay. Viel Geld hat er nicht dabei. Was haben wir denn hier? Vielleicht hängt das Ganze ja mit Drogen irgendwie zusammen. Wer hat ihn denn gefunden? Der Sicherheitsmann bei seinem Rundgang. Okay, mit dem rede ich gleich. Kannst du das bitte an dich nehmen? Danke. Morgen, Doc. Morgen, Michael. Na, wie sieht's denn aus? Ja, es gab offenbar einen brutalen Angriff gegen den Kopf des Opfers. Wahrscheinlich mit einem stumpfen Gegenstand. Er ist dann an den Folgen der Kopfverletzung verstorben. Und die Tatwaffe, soviel ich weiß, wurde noch nicht gefunden. Sieht ja übel aus. Ja. Wie lange ist das Ganze ungefähr her? Maximal 2 bis 3 Stunden. Ist der Bahnhof hier eigentlich videoüberwacht? Ja, schon, aber mit einem uralten System. Das kann dauern, bis wir das ausgewertet haben. Naja, vielleicht haben wir Glück und es ist was Brauchbares dabei. Ich rede erst mal mit dem Zeugen, bis gleich, ja? Ja. Schönen guten Morgen, mein Name ist Naseband, ich bin von der Kriminalpolizei. Sie haben den Toten gefunden? Ja. Das musste irgendwann mal passieren. Was meinen Sie damit? Da ist diese Skater-Gang. Die Dillen hier machen immer Stress. Aha. Waren die gestern Nacht bzw. in den frühen Morgenstunden auch hier? Ja. Hinten am Skaterpark. Sind immer noch da. Okay, ist Ihnen sonst noch irgendwas aufgefallen? Ja. Sorry. Hab den Bus verpasst. Ja, Bus verpasst, sicher, klar. Also, die Jugendlichen haben vielleicht was mit der Sache zu tun. Morgen. Nee, wir sind von der Kriminalpolizei. Mein Name ist Naseband, das ist mein Kollege Ritter. Wir ermitteln wegen dem Toten, der vorne am Bahnhof gefunden wurde. Wie lange seid ihr schon hier? Ich spreche hier irgendwie eine fremde Sprache für euch, oder was? Mach mal die Musik aus. Und du kommst mal von deinem Kinderfahrrad runter und hierher. Komm aber flott. Geht's noch? Hey, gib das wieder her, Mann. Oder voll. Was soll der Scheiß, Mann? Die Ausweise raus, Freunde, aber flott. Wir wollen eure Personalien feststellen. Hey, wir haben da nichts mitbekommen. Wir sind erst seit einer Stunde hier, Mann. Aha. Hey, Jungs. Haltet die Klappe, Mann. Ihr müsst denen gar nichts sagen. Das bleibt mal schön hier, mein Freund. Wer bist du eigentlich? Wie heißt du, ha? Dennis. Und weiter? Schneider. Wenn du jetzt ein bisschen nett bist, Freund, dann fährst du mit. Hast du es verstanden? Guck dir mal in ihren Taschen. Dort hat er auch Drogen dabei. Oh. Vielleicht hat die irgendwas damit zu tun. Also Taschen lernen. Ja, wird's bald los. Tja. Ihr auch. Pech gehabt. Hier? Na, hier steht's. Tatsächlich. Schlüssel vergessen. Oh, Entschuldigung, guten Morgen. Ich hatte jemand anderen erwartet. Ja, schönen guten Morgen. Wir sind von der Kriminalpolizei. Mein Name ist Naseband. Das ist mein Kollege Ritter. Es geht um einen Herrn Philipp Bauer. Der ist nicht hier. Ist was passiert? Dürften wir erfahren, in welchem Verhältnis Sie zu Herrn Bauer stehen? Er ist mein Lebensgefährte. Dürften wir reinkommen? Ja, sicher. Bitte schön. Danke. Danke. Das ist mein Sohn Tommy. Tommy, oh. Die Herren sind von der Polizei. Würdest du uns bitte alleine lassen? Klar. Danke. Können Sie mir jetzt sagen, was passiert ist?
Frau Hoffmann, es tut mir leid, Ihnen mitteilen zu müssen, aber Ihr Lebensgefährte, Herr Philipp Bauer, ist tot. Er wurde heute Morgen erschlagen, am Bahnhof Feierplatz aufgefunden. Das kann nicht sein. Wir hätten diesbezüglich ein paar Fragen an Sie. Wäre das okay? Wie lange waren Sie beiden denn schon ein Paar? Seit gut einem Jahr. Mein Mann ist vor 5 Jahren gestorben und naja, Philipp hat mir wieder neuen Lebensmut gegeben. Ja, verstehe. Frau Hoffmann, kann es sein, dass Ihr Lebensgefährte ein Drogenproblem hatte? Wir haben bei ihm Kokain gefunden. Nein, das kann nicht sein. Ja, es ist richtig. Also Philipp hatte ein Drogenproblem früher. Aber durch uns hat er das wieder in den Griff bekommen. Offensichtlich nicht so sehr, wie er sie glauben lassen wollte. Wir hatten eine ganz klare Abmachung. Keine Drogen und keine Lügen. Mama? Ist alles okay? Philipp ist tot. Was? Aber was ist denn passiert? Wurde erschlagen. Zwischen dieser Mona Hoffmann und dem Opfer, das war ja keine ehrliche Beziehung. Also, dass sie das mit dem Koks nicht wusste, ist eine Sache. Aber da gibt es bestimmt noch andere Dinge, die sie auch nicht gewusst hat. Ja, stimmt. Das ist schon komisch. Ich meine, allein der Altersunterschied von über 20 Jahren, das ist doch nicht normal. Och, also, Frauen in dem Alter, wenn die sich gut gehalten haben, das ist doch ganz interessant für einen jüngeren Typen. Gibt es da irgendetwas, was ich wissen müsste? Am Altersunterschied hat es bestimmt nicht gelegen. Hey, Alex. Erstmal das Unspannende. Der Doc hat den Obduktionsbericht vorbeigebracht. Nichts Neues. Todeszeitpunkt zwischen 6 und 7. Ja, und das Spannende? Die Aufzeichnungen der Überwachungskamera sind jetzt endlich da. Der hat nach da hinten geguckt und dann ist er ganz plötzlich weggelaufen. Ja, da stand wahrscheinlich jemand, der die Tat beobachtet hat. Ja, denke ich auch. Diesen Zeugen müssen wir unbedingt ausfindig machen. Also für mich deutet momentan alles auf Dennis Schneider hin. Ich meine, vom Aussehen, Statur, Größe, alles. Seine Kriminalakte, die spricht Bände. Dass du Philipp Bauer Koks vertickt hast, steht außer Frage. Deine Fingerabdrücke waren auf dem Tütchen. Na schön. Aber ich habe ihn nicht umgebracht und außerdem, wieso sollte ich? Vielleicht wollte er nicht zahlen oder dich an die Polizei verpfeifen. Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Ja, oder es war einfach die pure Lust an der Gewalt, jemanden in der Öffentlichkeit niederzuprügeln. Oh, aber ich war es nicht. Ich hatte nicht mal was gegen den Kerl und ganz im Gegenteil, in meinen Augen war der nämlich eine ziemlich arme Sau. Wieso? Nur weil er mit dieser Alten da ins Bett steigen musste. Aber ich meine, hat sich ja richtig gelohnt für ihn. Ist ein richtiger Schnösel geworden im letzten Jahr. Aber gut so. Es gibt einen Zeugen, der die Tat beobachtet hat. Ach, ja, tatsächlich. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis wir ihn ausfindig gemacht haben. Wo warst du heute Morgen zwischen 5 und 7? Bin bei einem Kumpel versagt. Und war dann so gegen 7:30 mit meinen Jungs am Bahnhof. Gut, dann gibst du uns mal Namen und Adresse deines Kumpels. Jan Hecht, Leitnantstraße 3. Gut, das werden wir überprüfen. Du kannst dann gehen. Der Kollege bringt dich raus. Echt? Okay. Was denkst du? Wer und Michael sollen sich mal nicht dranhängen.